Linien und selbst zwischen den kleinen abstürzenden Kacklinien. Wir schalten live zu Trisha Takanawa, die mehr darüber weiß. Tom, ich stehe hier am Logan Airport von Boston, an dem einige Sicherheitsleute, die die Terroristin damals an Bord gelassen haben, immer noch angestellt sind. Bei diesen niedrigen Flugpreisen stehen selbst die, die sonst nie fliegen, am Ticketschalter an. Heute könnte der ertragreichste Tag für Fluggesellschaften während der letzten 2 Jahrzehnte werden. Ich bin Trisha Takanawa, zurück zu Ihnen, Tom. Hi, Mom! Hi, Joe. Ich weiß, wohin du fahren kannst, Lois. Zur Hölle. Da, ich hab's gesagt. Jetzt halt die Klappe. Lois, ich hasse es zu reisen. Und mein Foto im Reisepass ist grauenvoll. Ach, du siehst aus wie eine lebende Zigarette. Aber es geht nicht nur um dich. Denk mal an die Familie. Es wäre eine tolle Erfahrung für die Kinder. Sie würden etwas über Kultur lernen. Alles, was die Kinder über Kultur wissen müssen, lernen sie hier in Quahog. Wirklich? Mehr als in Europa? Allerdings, und ich werde es dir beweisen. Ich habe mehr Kultur in meinem kleinen Zeh als ganz Europa zusammen. Eine Sache, die uns kultivierter als unsere europäischen Freunde macht, ist Highschool-Football. Und warum stehen wir dann auf dem Parkplatz? Weil dein Team manchmal verliert und du den Schiri verprügeln musst. Oh. Aus welchem Loch bist du gekrochen? Hä? Aus welchem Loch bist du gekrochen? Ich komme aus West Eatonville. Wirklich? West Eatonville? Kennst du Bob Hanley? Ich bin Bob Hanley. Ist nicht wahr, Bob. Ich bin's, Peter Griffin. Oh mein Gott, wie geht's dir denn so? Mir geht's fantastisch, echt fantastisch. Oh hey, die Sache mit deinem Dad hat mir wirklich leid getan. Das bedeutet mir viel. Entschuldige, dass ich nicht auf der Trauerfeier war. Ich war verreist. Ist schon gut. Vielen Dank für die Blumen. Ach, das war doch das Mindeste. Hey, Chris, komm mal her. Das ist mein Kumpel Bob Hanley. Hi, Mr. Hanley, ich bin Chris. Ich hab schon viel von Ihnen gehört, Sir. Er kann nicht Nein sagen. Ich hab die Tickets schon gekauft. Tickets? Wofür? Tickets für die große Eröffnung des größten Wasserparks in ganz Rhode Island. Verzeih mir meine Skepsis, Lois, aber in der letzten Ausgabe vom Wasserpark-Fan-Magazin habe ich nichts darüber gelesen. Naja, sie mussten es geheim halten, weil sie Angst hatten, dass dieser neue Park alle anderen Wasserparks ruinieren würde. Typisch Wasserparkindustrie, die Öffentlichkeit wird für dumm verkauft. Ist der größer als Superwasserland? Ja, der ist viel größer. Woher weiß der Junge das? Ich hab's ihm gesagt. Ich kenne da jemanden, der mitgebaut hat. Wow, da haben wir also richtig Insider-Informationen. Peter, wir fahren nicht zu einem Wasserpark. Wir fliegen nach Italien. Was? Und meine 7 Tümpel von Atlantis? Peter, sei nicht albern. Das gibt es überhaupt nicht. Hier spricht Ihr Kapitän. Wenn Sie jetzt links aus dem Fenster blicken, sehen Sie die sehr beliebten 7 Tümpel von Atlantis. Wir sind 6 Stunden voraus. Ich rufe Joe an und erzähle ihm die Zukunft. Hey Joe, rate mal, was passieren wird. Wer ist da? Hier ist Peter. Das ist unmöglich. Peter ist vor 6 Stunden gestorben. Wir dürfen nie zurück. Wäre es nicht romantisch, wenn wir uns den Sonnenuntergang von der Peterskirche aus ansehen? Geh du nur, ich bleib hier und bin frustriert wegen dieser nicht funktionierenden Hotelfernbedienung. Komm schon, Menü! Ich hab auf Menü gedrückt! Die blöde Fernbedienung kann gar nichts! Hör sofort damit auf! Ich wär lieber zu Haus, dann könnte ich jetzt mit Joe auf der Wippe hocken. Ja! Tja, wir hängen wohl fest. Warte, ich leere diesen Beutel aus. Ja, Igitt. Als Lois mit dem Roller weggefahren ist, hast du dich hingelegt und bist eingeschlafen. Tja, jetzt bin ich wach, Brian. Und ich weiß, was ich zu tun hab. Bevor du was tust, zieh dir was an, um Himmels Willen. Brian, reg dich ab. In manchen Ländern ist das ein Kompliment. Du meine Güte! Ach, du übertreibst. Ich hab nur ein paar Reste zusammengeworfen. Peter! Da fehlt ein Buchstabe. Okay, ich gebe es zu. Das hier ist ziemlich romantisch. Hör zu, Lois. Tut mir leid, dass ich so arschig war. Ich will dein Kind bekommen. Peter, nicht in einem Boot. Peter. Oh, Peter. Komm, Lois, er steht zu 90%. Entweder rauf oder runter. Wir müssen uns entscheiden.
Ah, Italien. Es ist 9 Uhr früh und ich habe schon 8 Typen zweimal geküsst. Wieso guckst du andere Babys an, hä? Wieso zwingst du mich dazu, Roberto? Ich will das nicht tun. Ich weiß, wie gern du hier bist, aber auf dem Fahrrad rumfahren bezahlt die Rechnung nicht. Und die Kinder lernen überhaupt nichts auf dieser italienischen Schule. Sette diese dicken Dinger an, hä? Ratatatata! 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 Ist das Algebra? Ich weiß es nicht. Ratatatata! Peter, es ist Zeit, dass wir alle nach Hause fahren. Oh, war klar, dass wir fahren, sobald ich einen italienischen Freund hab. Ich verstehe immer noch nicht ganz, womit er sein Geld verdient. Der sammelt Münzen aus der Luft, indem er auf Pilze springt. Was ist daran so schwer zu verstehen? Hey, Meg, machen wir 2 Spielermodus. Ich habe Luigi hier, hä? Hey, Meg, Mario sagte, du stehst auf perverse Sachen. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich glauben, sie machen es einem schwer, Amerikaner zu werden. Als ob sie keine Einwanderer in den USA wollten. Ich wünschte, das wäre wahr, Mrs. Griffin, und vielleicht ist es das auch. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss mich jetzt auf meine fette Frau setzen. Ich warte auf dich, Bohnenstange.